Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, wir sind wieder auf dem Picknicktisch angekommen. Denn ich habe ja gesagt, ich farm ein paar Ameisenlöwen. Das habe ich getan, um ein bisschen bessere Rüstung zu kriegen. Hab dann aber gemerkt, das dauert viel zu lange. Also das Schwert muss noch warten. Aber wir haben noch was zum Analysieren gefunden. Und zwar einmal den Keks, den haben wir sowieso noch nicht analysiert. Gucken, ob wir da irgendein geiles Rezept kriegen. Selbstverständlich nicht. Gut, kein Problem. Aber schwarze Ameisenbrustplatte, schwarze Ameisenhelm und schwarze Ameisenbeinpanzer. Ich weiß nicht, ob die mir auch ein bisschen Hitzeschutz geben. Denn die sind ja auch im Sandkasten. So, und dann haben wir nochmal schwarzer Ameisen-Shield. Und kleiner schwarzer Helm. Schild. Gut, schade. Nicht das, was ich mir erhofft habe. Ich habe gedacht, ich kriege im Sandkasten irgendwie eine Stufe 2 Schaufel. Weil beim Farmen war ich in der Hitze eingeschlossen in dem Burggraben, als die Sonne aufging. Und in dem Moment habe ich gesehen, da hinten ist ein Schatz. Das heißt, irgendwo im Sandkasten wird höchstwahrscheinlich ein Schlüssel sein. Und da ich in dem Graben keine Spalte finden konnte, wie es im Teich der Fall war, gehe ich davon aus, entweder vergraben oder da hinten in der Düne. Da war ich halt auch noch nicht. So, und wir fangen nämlich hier vorne an, denn wir müssen uns noch den Bombardierkäfer holen. Wir brauchen die Kochdrüse. Mit der Kochdrüse können wir dann die Rüstung fertig machen, damit wir ein bisschen Brutzelschutz haben im Sandkasten. Na, jetzt müssen wir einmal gucken, wo der eigentlich ist, der Gute. Da. Schon mal ein bisschen. Boah, die Armbrust ist so stark. Oh. Das war nix. Der kommt. Ist auch ein bisschen feige. Er kommt ja hier überhaupt nicht hoch. Er hat keine Chance gegen uns. Komm, den letzten Rest machen wir mit dem Schwert. So. Kann uns keiner was nachsagen. Wir haben ja das Schwert noch benutzt. Wir waren im Nahkampf. So, jetzt haben wir auch die Kochdrüse. Und mit der müssen wir einmal hier rüber wandern. Denn die meisten Teile vom Ameisenlöwen habe ich tatsächlich hier drüben. Achso, und wir müssen die Pusteblume einmal austauschen. Die hat nämlich keine Gleitzeit mehr. Muss jetzt in festen Schichten fliegen. So, die tauschen wir einmal aus. Das heißt, die hier können wir verschrotten. Und die können wir rüberlegen. So. Eigentlich, wir können doch das Holz hier auch mitnehmen, ne? Wenn wir schon hier sind. 1, 2, 3, 4. Baumaterial ist immer gerne gesehen. So, 6 Stück. Denn wie man sieht, ich habe auch den Aufstieg. Es hat mir halt nicht gefallen, ne? Dieses, wenn ich da hoch und runter musste, ich habe jedes Mal, mir haben die Augen gebrannt, als ob du da eine Zwiebel drin ausgedrückt hättest. Ich konnte es mir einfach nicht ansehen. Und dann habe ich schon mal ein bisschen angefangen, hier abzuholzen und den Aufgang etwas zu verschönern. Ist halt bei Weitem noch nicht fertig, ne? Aber also so wie es war, konnten wir es ja nicht lassen. Achso, und einen Ameisenangriff hatte ich hier. So, das kann da schon einmal mit rein. Hier war nichts weiter. Hier haben wir, glaube ich, auch alle schon fertig. Genau, und hier diese wunderschöne Aussicht. Jetzt habe ich endlich mal einen Balkon. So. Gut, hier war jetzt auch nichts weiter. Was mir halt auch gefällt, ist hier mit dem Dreieckstängel, mit der Wand, die Art Geländer. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, man kann dieses Geländer nicht quasi hier dran anschließen. Man hat immer so eine Lücke, deswegen habe ich die Lampe da reingestellt. So. Wollen wir noch irgendwie das hier schnell verbraten? Pass auf, jetzt wo wir es doch haben. Ne? Wir haben 6 Stängel. Ah, da geht nicht. Dann machen wir hier dicht.
damit man da nicht runterfällt. Und hier könnten wir nochmal so ein da hinsetzen. So. Achso, jetzt haben wir keine Stängel mehr. Aber damit ich das nicht vergesse, gehen wir einmal den schon mal platzieren. Und ja, wegen dem Aussehen. Und dann könnte man eigentlich auch... Ja. Ja, es nimmt kein Ende, ne? Also das Bauen macht schon Spaß. Das ist somit das Beste irgendwie an jedem Survival-Spiel, ne? So Basen bauen. Man farmt stundenlang, um eine 10 Minuten Bauphase zu haben. Aber das ist mit das Beste. Jetzt habe ich schon fast vergessen, was wir hier wollten. So, wir wollen nämlich einmal den Poncho. Achso, es gab übrigens ein Update. Ja, ja. Jetzt sieht das also so aus. Statt ein Schild haben wir jetzt hier einen Helm. Gut, wir brauchen... Oh, Seidenseil. Das habe ich jetzt nicht hier. Dann müssen wir nochmal kurz... Ah, ich habe aber auch keine Spindel hier. Was kostet uns denn eine Spindel, wenn wir die bauen wollen? Das Spinnrad. Eichelkappe, Ton, grobes Seil. Das habe ich alles nicht hier. Da bin ich aber nicht gut vorbereitet. Da bin ich ja nicht. Jetzt habe ich hier so viel gebaut, da habe ich das tatsächlich aus den Augen verloren. Na gut, gehen wir einmal auf Wanderschaft. Rutschen einmal rüber zur Basis, laufen schnell wieder zurück. Holen das Seil. Ich würde sagen, ich laufe einmal kurz rüber. Und wir treffen uns in... Ja, einer halben Sekunde wieder hier. Alles klar, bis gleich. Ah, sehr schön, dass ihr es zeitlich wieder geschafft habt. Ich habe auch nichts anderes von euch erwartet. Pünktlich auf die Minute. Ich wollte noch einmal kurz Stängel mit hochnehmen. Wenn wir jetzt am Geländer, was wir gerade angezeichnet haben, eh vorbeigehen, dann können wir doch eigentlich so ein paar Stängelchen gleich mitnehmen. So, da hinten müssen wir hoch. Hätte ich mal den hier vorne gekappt, dann hätten wir den mitnehmen können. Ach, oder Rasen. Rasen hätten wir auch mitnehmen können. Dann wäre das unten fertig. Also die zwei Wände. So. Drei. Zwei. Gut. Sind wir doch schon wieder ein ganzes Eck weitergekommen. Ach, ich laufe schon wieder dran vorbei. Bin so euphorisch. So, Seidenseil haben wir. Jetzt können wir das erstmal herstellen hier. Wir brauchen den Poncho. Den Löwenponcho. Und Sporen, ne? Da fehlt uns jetzt Bienenpelz. Gut, lassen wir die Sporen weg. Das wird schon nicht so einen Unterschied machen. Gut, jetzt müssen wir uns erstmal ausziehen. Oh, ich fühle mich so nackt. Es gibt Strohhutbekleidung und ein Poncho. So, und jetzt müssen wir einmal die Taschen leer machen. Wer weiß, was wir da alles finden, ne? Da können wir bestimmt das ein oder andere mitnehmen. Nahrung nehmen wir nochmal mit. Das bleibt hier. Das kann auch hier bleiben. Die Verbände, die behalten wir auch erstmal. Ist mein Rucksack größer geworden? Täuscht wahrscheinlich. So, das noch mit. Der kommt damit drauf. Achso, man kann maximal auf 3 stacken. Gut, dann bleibt das so. Der Bogen kann raus. Und der kann raus. Dann sind wir eigentlich... Der kann auch weg. So. Dann sollten wir doch gut ausgestattet sein für den Sandkasten. Wir haben Schild. Wir haben unseren Degen. Ha. So, jetzt bin ich mal gespannt, welchen Unterschied macht denn das mit dem Poncho? Jetzt haben wir ja ein bisschen Brutzelschutz, ne? Oh, wir müssen essen. Kleiner Moment. Da brauchen wir was, was wirklich stärkt. Wir haben eine anstrengende Reise vor uns. Und da hilft nur Fleisch. So, den tauschen wir gleich aus. Ach, was soll der Geiz? Komm, wir nehmen den da auch noch mit. So. Sicher ist sicher. Trinken wir noch einen kleinen Schluck.
It's better than nothing. Ja, also ich musste feststellen, das geht mit dem Schild und unserem Degen ganz gut. Also mit der Stechmückennadel. Diese Jungs hier zu bekriegen. Ja, komm. Hab ich mir gedacht. Es wäre schön zu wissen, ob die eine Schwachstelle haben, wo man sagen würde... Oh, ah, das tat weh. Wo man sagen könnte, okay, wenn ich den da treffe, verliert er noch ein bisschen mehr Leben. Oh, er ist gestunt. Er ist bewusstlos. Oh, das war übel. Also selbst, aua, selbst mit Schild. Das war nix. So, den guten haben wir. Da haben wir wieder Ameisen-Löwenteil. Leider keine Mandibeln. Oh, da ist ja noch einer. Hey, mein Freund. Komm zu mir. Yep. Instinktiv geht man irgendwie immer auf den Kopf, ne? Wobei ich mir gut vor... Au, das tat weh. Da kamen die Scherben von der Seite. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass der irgendwo anders eine größere Schwachstelle hat. Ausprobieren hier von hinten. Autsch. Kleiner Moment. Pause. Duellmäßig im Kreis laufen. So, den haben wir auch. Den haben wir auch. Und Ameisenlöwenzangen. Ja, schön. Fehlen mir ja nur noch 6. So. Okay, also es ist immer noch heiß für uns, aber auszuhalten ist bei Weitem nicht mehr so schlimm. Schatten würde ich trotzdem gerne mitnehmen. Ah, der kommt jetzt irgendwo. Oh, hier unten. Oh, ich erschrecke mich dermaßen, wenn die da hochkommen. Nein. Ah, da war ich nicht mehr in Deckung. So, das haben wir gut gemacht. Gut geblockt. Oh. Haben wir aber noch abgewehrt. Haben wir auch abgewehrt. Wir haben keine Ausdauer mehr. Jetzt, wo er bewusstlos ist. Okay, komm. Ah. Den haben wir auch gleich weg. Also die Rüstung hält tatsächlich die Hitze sehr, sehr lange fern. Au, ah, oh. Ameisen-Löwenteil. Wir haben leider, leider, leider wieder keine Zange gekriegt. Was ist denn da los? Was ist denn hier los? Ach, das ist so einer. Der schmeißt ja mal mit toten Ameisen. Hier. Zack. Kam die Ameise geflogen. Können wir mal gucken. Boah, gerade so abgewehrt. Wir gehen mal weiter. Das wird, nachher wird das noch zu riskant. Hier muss irgendwo der Chip sein. So, das Ding habe ich schon gesehen. Und der möchte von uns eine Chipkarte. Nanu? Assist Manager Schlüsselkarte. Jetzt natürlich die Frage, finde ich die im Sandkasten oder finde ich die in der Burg? Oh Gott! Ah, wir gehen weiter. Bisschen Saft können wir mitnehmen. Ah, gut, da können wir jetzt nicht weitergehen. Den Kampf müssen wir auf uns nehmen. Haltet euch fest, er kommt direkt auf uns zu! Das sieht aber auch brutal aus. Okay, ja. Da kommt er. Oh nein. Wir sind beide gegenseitig K.O. Ich, weil ich keine Ausdauer mehr habe und er eine Waffe gekriegt hat.
So, Leben ist immer noch voll bei uns. Oh, wir schlagen uns richtig gut durch den. Nix da. Verstecken ist hier nicht. Ameisenlöwenzange, das ist sehr schön. So, die Chipkarte. Ich stelle mir halt vor, dass die in der Burg ist. Das Problem ist, ich müsste, glaube ich, mich darüber bauen. Also ich komme so nicht rüber, ne? Ey, hier sind aber mega viele drin. Ich bin sonst bei Nacht hier ein bisschen drin gewesen, aber dann kommt hier auch eine Wolfsspinne. Die hier in dem Sandkasten rumkrabbelt. Okay, Ausdauer tanken. Autsch. Ah, das war nicht gut. Und wie so ein Krieger draufspringen. Muss doch irgendwo hier eine Schwachstelle haben. Hier am Hintern vielleicht. Okay. Ah, den haben wir auch gleich. Ein Problem mit unserem Degen. Oh, der glorreiche Rüsselritter. Rüsselritter? Ich habe ein Rüsselschild. Ah, Ameisen können wir auch noch platt machen. Wir können jetzt schwarzes Ameisenschild machen. Ja, hier ist noch ein Mixer. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, den würde ich komplett einbauen. Wenn ich den anmachen würde, ich würde den mit mehreren Reihen Palisaden einbauen und, weiß nicht, mit einer Armbrust drauf schießen. Gut, also hier hatte ich nichts gefunden auf Wanderschaft. Ich weiß halt echt nicht, wo diese Schlüsselkarte ist. Aber wir waren ja noch nicht hinten in der Düne. In der Oase, meine ich natürlich. Da könnte man ja auch gucken, ne? Hier noch ein Legostein, da komme ich aber nicht drunter. Hier komme ich nicht rauf. Oder? Komme ich da rauf? Nee. Sieht schlecht aus. Okay, dann gucken wir noch einmal hier in der Ecke, ob wir hier irgendwie reinkommen oder... Nee. Keine Schlüsselkarte. Oh, kann ich den abbauen? Stufe 3. Ah, jetzt habe ich endlich meinen Insektenhammer. Und jetzt kriege ich das Ding nicht abgebaut, weil der Stufe 3 haben möchte. Können wir mal die Sicht wechseln, sehen wir ein bisschen mehr. Aber hier ist auch keine Schlüsselkarte. Ja, wenn wir im Kreis laufen, der kann gar nicht hinterher schmeißen hier. Zack, daneben. Keine Schlüsselkarte. Ja, an der Schaufel war ich ja, da hier bin ich ja nachts auch schon gewesen. Wir gehen mal zur Oase. Das wäre jetzt für mich das naheliegendste, wo die noch sein könnte, weil ich in der Ecke halt gar nicht gewesen bin. Also wie gesagt, ich bin hier reingesprungen. Das war kurz bevor die Sonne aufging. Dann war ich hier hinten. Und weil ich wusste, dass im Burggraben Wasser ist, habe ich von oben gesehen. Also bin ich direkt dahin gelaufen und ins Wasser gesprungen. Und war dann da den ganzen Tag eingesperrt. Ich würde gerne mal wissen... Ja, macht mir gar nichts. Au, du beißt aber schnell nach. Ja. Zwei Ameisenbrocken. So. Ah, eine Forschungsstation. Siehst du, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, analysieren können wir nichts. Inventarüberprüfung. Burke. Du schaust genügend Cartoons, um den Gag zu kennen. Der verwirrte Mann steckt seinen Finger durch ein unerwartetes Loch im Stoff. Tja, das ist heute meine Rolle. Die Truhen, die seit Wochen in meinen Würfelsack herumklirren, um geschrumpfte Schätze zu zählen, klirren nicht mehr. Zerstreut in die vier Himmelsrichtungen die sieben Meere. Bitte halte Ausschau, sie könnten überall sein.
Die perfekten Gefäße für die Aufbewahrung wertvoller Gegenstände. Welch eine Schande. Gut, da informiert uns Burke, dass es hier Schatzkisten gibt. Die habe ich aber schon gefunden. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, die ist ja, also Schatzkiste, ich weiß gar nicht, habe ich das schon erwähnt? Die ist hinten im Burggraben. Das Einzige, was ich halt nicht gefunden habe, ist der Schlüssel. Ist hier vielleicht noch eine... Ah, erstmal nehmen wir die Science mit, ne? Zack! Und dann können wir einmal gucken, ob hier vielleicht auch noch die Schlüsselkarte drin ist. Sehen wir ein bisschen mehr. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht ist ja auch die Schlüsselkarte, die wir für den Eingang da brauchen, für die Tür, in der Schatzkiste. Das wäre natürlich auch noch so eine Möglichkeit, die ich mir gut vorstellen könnte. Okay, da komme ich gar nicht rein. Gut, da kommen wir nicht rein. Den können wir abbauen. Nehmen wir den einmal mit. Halt! So. War doch noch ein Kieselchen. Eine Pflanze. Wo ist denn meine Fackel überhaupt? Oh, viel Licht haben wir nicht mehr. So, jetzt brauchen wir einmal... Einen kleinen Überblick. Haben wir denn die ganzen Quarzit-Scherben mitgenommen? Ja. Ja, jetzt fehlt mir diese Schlüsselkarte. Und ich bin mir halt auch nicht sicher, wo ich die denn kriegen könnte. Ich hätte jetzt einmal hier hinten gedacht... Aber das sieht nicht gut aus. Ja, die Frage... Kaktus. Die Frage ist ja auch, wie auffällig ist die Karte, ne? Schön, dass alle abhauen, die bei mir vor der Füße liegen. So, Stein, Stein, Marmor. Kaktus. Der Kaktus. Ja, man könnte hier noch am Rand schauen. Ich denke aber nicht, dass mir das hier groß helfen wird. Leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Okay. Oh oh. Auch wenn ich jetzt nicht viel sehe, das brauche ich. Auch in der Dunkelheit kein Problem. Super gedockt. Oh. Immer noch okay gewesen. Oh, müssen wir unsere Chancen nutzen, ne? Oh, das hat mich Ausdauer gekostet. Da war doch hier irgendwo, hat das doch mehr Damage gemacht, oder? Ah, kein Problem. Oh, ein Problem. Ist nicht dein Ernst. Wo ist er? Ich konnte ihn hören, aber ich kann ihn nicht sehen. Das ist auch creepy, ne? Also diese Gruselgeräusche. Tja, eine gute Frage. Wo könnte man jetzt noch gucken? Also die Burg würde ich diese Folge auch nicht mehr hochbauen können. Das würde ich ja nicht schaffen. Deswegen wäre jetzt die Frage, wo man gegebenenfalls noch gucken kann nach dem Schiff. Oh.
Oh Gott. Okay, das sind ein paar mehr. Das Problem ist auch, die Wolfsspinne müsste ja jetzt auch langsam unterwegs sein. Vor der habe ich tatsächlich so ein bisschen... Au, ah, hat er mich erwischt. Vor der habe ich so ein bisschen mehr Respekt. Let's see what's around here. Wie wir sehen, sehen wir nicht viel, ne? Hier war auch irgendwo noch ein Ameisenbau. Man könnte ja sonst auch gucken, dass man vielleicht ein paar Ameisen killt, sich die schwarze Ameisenrüstung macht und in den Ameisenbau geht. Na, den Kampf wollte ich jetzt eigentlich nicht auf mich nehmen. Gut, die machen wir noch schnell weg. Im tiefsten Ungetier. On guard. Yep, das war gut. Das hat sich nicht gut angehört. Bin mir gerade nicht sicher, ob wir hier noch mit dem Burschen alleine sind. Ich glaube, da kommt gleich noch einer. Einer ist immer okay. Meine ich. Ach, da oben ist der. Der hat mit den Ameisen zu tun. Ich helfe euch, Freunde. Auch wenn ich rot bin, ich bin einer von euch. Hilft mir. Okay, den haben wir gleich. Oh, ich habe eine Ameise erwischt. Au. Au. Mist. Jetzt sind... Oh, jetzt habe ich drei. Also zwei gegen mich. Ach komm. Im Leben nicht. Au. Oh, die können auch springen. Das ist doch frech. Okay, ich muss hier einmal ein bisschen verduften. Ja. Ah. Wie weit kommst du mir denn noch hinterher? Du bist alleine. Deine Freunde haben dich verlassen. Du warst alleine mutig. Ja, los. Mach doch. Au. Ist aber flink. Der hat auch. Horn. Du kriegst die Tür nicht zu. Oh, das war aber knapp. Jetzt läuft er weg. Ich habe hier aber gleich andere Probleme. Okay. Einmal bandagieren. Boah, war das wild. Das war jetzt wirklich wild da drinne. Vielleicht habe ich die Menge an Mandibeln. Ich habe vier. Wie viele habe ich denn noch in dem Korb da hinten? Ich hatte ja im Körbchen auch schon welche reingepackt, ne? So, da gehen wir jetzt einmal kurz gucken. Das wäre natürlich der Hammer, ne? Wenn wir da jetzt die restlichen Mandibeln drin haben. Aha. Hier ist nix. Der war das, ne? Zwei. Zwei und vier macht leider sechs. Dafür haben wir mega viele Brocken. Das können wir noch mit umpacken. Den. Hatte ich hier nicht auch schon schwarze? Ein, ja.
einer ist ja nicht viel, ne? Okay. Einmal aufpowern. Gut, wie viel brauche ich für das Schwert? Wenn ich jetzt sage, also da würde mir einer fehlen und ein Seil. Das heißt, wenn wir das nächste Mal einen gekillt haben, dann holen wir uns das Schwert. Das macht ja mega viel Schaden. Wenn man das jetzt vergleicht, wir haben jetzt die Waffe. Vom Schaden her, ne? Natürlich die Geschwindigkeit. Unschlagbar. Macht natürlich auch viel her. Aber gut. Aber die... Ja gut, mir fehlt ja ein Seil, ne? Wollen wir das nächste Mal mitmachen und dann in die... Oh. Wir gucken, ob wir jetzt schon jemanden die mitkriegen. Autsch. Wie kommst du denn hier vorne hin? Eigentlich ist das Privatgelände hier. Ich hab mich hier breit gemacht. Der hat gesessen. Aber unser Verband wirkt noch. Und keine Ausdauer mehr. In den Hintern. Es hat sich angehört, als ob mein Schild bald kaputt geht. Auch wieder nur ein Löwenteil. Es fallen seine sterblichen Überreste in meine Basis. Schon besser. Ja, würde ich sagen, dann holen wir das nächste Mal. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir denn nochmal Mandibeln. Wäre ja schön. Und bei Tagesanbruch, wir können jetzt wesentlich länger in der Sonne bleiben. Dann würde ich sagen, dass wir bei Tagesanbruch nochmal Ameisen killen. Also farmen. Uns dann eine Ameisenrüstung machen. Und dann gehen wir das nächste Mal in den Ameisenbau rein. Vielleicht liegt ja auch da die Chipkarte. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass die Chipkarte dort liegt, ne? Das möchte ich jetzt gar nicht bestreiten. So. Einmal noch kurz hier die... Drei fehlen. Ein Inventar. Ach so, ach Gott, ja. Ich habe ja die Ameisenrüstung nicht an. Ich habe mich beim Aufnehmen schon gewundert, was jetzt schon 8 Stück voll. Habe ich ja nicht mal 8 gehabt. Kann ja nur 5 Stück schleppen hier. Ja, das ist ja ärgerlich, ne? So. Das packen wir einmal zur Seite. Und dann köpfen wir den hier noch kurz. Dann können wir zumindest noch eben schnell, ganz fix, auf die Schnelle das Geländer da oben machen. Was wir vorhin noch angezeichnet haben. Ja, bei dem schwarzen Ameisenbau, ich bin mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass ich mit der roten Rüstung... Wir haben ja auch noch die rote Ameisenrüstung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die mich als rote Ameise quasi tolerieren. Dass sie sagen so, hier unser Cousin dritten Grades ist zu Besuch. Ist schon okay, wenn der hier rumchillt und rumguckt. Es kann natürlich sein, dadurch, dass die andere... Weil es gibt ja die Möglichkeit, ne? Wir haben die Möglichkeit, eine schwarze zu machen. Und wir haben die Möglichkeit, eine rote Rüstung zu machen. Und wenn die Möglichkeiten vorhanden sind, würde ich schon behaupten, dass wir die auch nutzen müssen, ansonsten ein Problem haben. Und ich möchte das jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren, ob oder ob das nicht geht. Und warte mal, das können wir so aber nicht lassen hier, ne? So. Ah, oh nö. Ah, das ist ja jetzt ärgerlich. Wir können ja hier gar nichts mehr bauen. Dann müssen wir hier einen Korb oder so in die Ecke stellen, dass da so ein bisschen Deko-Element ist.
Ach, das geht auch nicht, ja. Komm, die hole ich noch. Die holen wir noch hoch. Liegt ja alles hier vorne. Ganz Bauholz. Haben wir ja eine frische Lieferung gekriegt. Wieder so stolpert über diese einzelnen Stängel. Oh Mann, oh Mann. So. Das sieht doch schon mal ein bisschen... Oh, oh, guck mal, wir haben ja noch... Wir haben ja noch zwei in der Hand, ne? Und hier liegt auch noch einer. Liegt hier noch einer? Ja, den einen hole ich noch. Aber ist denn auch der letzte, ne? Ja, ich nehme extra nur einen mit. Komme ich nicht noch auf dumme Gedanken? Sonst bauen wir hier in einer Stunde noch. So, das sieht doch schon ein bisschen angenehmer aus. Ich könnte hier auch noch ein Geländer machen, ne? Wenn wir das übertragen würden, hier vorne. So, ne? Will er nicht. Geht nicht. Wieso geht denn das jetzt nicht? Ach so, weil ich hier drüber die Wand gesetzt habe. Ja, nee, dann geht das nicht. Dann müsste ich die Wand abreißen und dafür Geländer ziehen, aber dann wäre die Treppe hier wieder frei. Also würde es so oder so nicht so... Nee, dann machen wir den auch weg, ne? Vielleicht fällt mir noch was ein. Vielleicht kommt ja auch noch irgendwas, was wir im nächsten Level, was wir erreichen, bauen können. Damit wir so eine Probleme auch angehen können. Aber ich denke, das sieht doch schon für so eine vorübergehende kleine Basis, so eine Lounge, wie wir ursprünglich gesagt haben. Nur um sich mal eben auszustatten, ist das doch okay, ne? So, wir sind halt minimalistisch. Aber wir sagen was, wie es ist. Also so, wir lassen das nicht groß raushängen hier, ne? Und nur so eine kleine, schnucklige Basis. Ganz, ganz klein, ganz minimalistisch. Gut. Wie gehabt, wir machen das nächste Mal Jagd auf schwarze Ameisen, holen uns die schwarze Ameisenrüstung, gehen in den schwarzen Ameisenbau und gucken, ob wir nicht dort den Chip finden. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Schaltet wieder ein. Bis dann, macht's gut. Ciao.